Persönliches Golfturnier der ganz besonderen Art. 18 Löcher galt es zu absolvieren, jedoch waren diese quer verteilt über das ganze riesige Land. Und mit am Start waren gleich 4 absolute Topstars der Szene. Sie hatten ein Programm der Superlative zu bewältigen. 7 Tage, 7 Städte und 8 Plätze mit einer Gesamtlänge von 3500 Kilometer. 4 der weltbesten Profigolfer begeben sich auf eine Reise quer durch China, um ein ganz besonderes Turnier zu spielen, das es so in dieser Form noch nicht gegeben hat. Eine Woche geht es per Jet durch das bevölkerungsreichste Land der Erde. 18 Löcher, 7 Städte und 8 spektakuläre Golfplätze. Das ist die Shui On Land China Golf Challenge. Vom ersten Abschlag bis zum Green der Schlussbahn werden die Spieler insgesamt 3500 Kilometer zurücklegen. Wir fliegen nach Shenzhou, besuchen die Hauptstadt Peking. Anschließend geht es weiter nach Dalian im Nordosten. Bis runter in den Süden, wo auf der Insel Macau die beiden letzten Löcher gespielt werden. Wir beginnen jedoch in Chinas größter Stadt, Shanghai. Die bezaubernde Hafenstadt zieht nicht nur viele Touristen an, sondern ist auch die bedeutendste Industriestadt der Volksrepublik. Hier treffen die 4 Top-Golfer ein, um dieses spektakuläre Turnier in Angriff zu nehmen. Erste Station, der Thompson Golf Club im Zentrum des jungen Stadtteils Pudong. Austragungsort der BMW Asian Open der Jahre 2004 bis 2008. Rory McIlroy am ersten Tee. They're a little short, aren't they? Ist ein bisschen kurz, oder? Ein bisschen vielleicht. Ist ziemlich schwierig, eine zu kurze Hose für mich zu finden. Und es geht direkt weiter. Liang mit seinem zweiten Schlag. Schöne Annäherung an die Fahne. Nun ist der Engländer dran. Gute Birdie-Chance für Poulter. McIlroy, mittlerweile auch auf dem Green angekommen, kämpft dagegen um das Doppelbogey. Doch der Ball rollt ein paar Zentimeter am Loch vorbei. Das ist definitiv nicht seine Bahn. Ian Poulter zeigt, wie es besser geht. Birdie und Platz 1 vor Liang Wenchong. Und auch auf dem zweiten Loch sah es für McIlroy nicht besser aus. Zwischenergebnis: Poulter weiter an der Spitze, gefolgt von Liang und Westwood auf der 3. McIlroy bei 4 über schon ein wenig abgeschlagen. Gut gelaunt machen sich die Spieler auf zum nächsten Halt. Ah, er behandelt mich diese Woche so gut. Schön aufmachen, hier kommt der Zug. Zweite Station, Shenzhou. Gelegen am Gelben Fluss ist die Hauptstadt der Provinz Henan Heimat von knapp 9 Millionen Menschen. Shaolin-Kloster, Hochhäuser, helle Lichter und ein blühendes Nachtleben. Aber es gibt hier auch einen Weltklasse-Golfplatz. Und zwar im Yinsha Lake Golf Club. Der über 7000 Yards lange Platz ist nur eine 15-minütige Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt. Abschlag am dritten Loch des Par 72 Kurses, ebenfalls die Nummer 3 der China Golf Challenge. Und hier läuft es für McIlroy offensichtlich besser. Gute Position auf dem Fairway des Par 5. Mittlerweile beim dritten Schlag. Schöne Annäherung von Westwood. Und auch Chinas Nummer 1 Liang kann überzeugen, auch wenn der Ball auf dem Green etwas zu viel Tempo aufnimmt. Rory McIlroy nun mit der Chance, seinen Fauxpas des Vortages auszubügeln. Der lange Eagle-Putt verpasst jedoch minimal das Loch, somit das Birdie für den US Open-Sieger von 2011. Fast hätte diese Pechsträhne auch Ian Poulter erwischt. Sein Ball entscheidet sich jedoch für den Weg ins Loch.
somit der Mann mit der Schirmmütze weiterhin auf Platz 1. Paar für Westwood und Liang. McIlroy hat sich um einen Schlag verbessert. Und es geht direkt weiter, oder? Rory, hast du die Ehre? McIlroy also erstmal Zuschauer bei diesem mächtigen Abschlag von Westwood am Par-4-Loch. Sichtlich vergnügt, nicht nur über die gute eigene Position. Und nun sind auch die anderen drei Kontrahenten dran. Lokalmatador Liang Wenchong sichtlich zufrieden mit seinem Abschlag. Und der Tross setzt sich in Bewegung. Jetzt auch der nordirische Major-Sieger auf dem Green. Doch es bleibt wie verhext. Der Ball will einfach nicht ins Loch. Am Leaderboard ändert sich nicht viel, nur McIlroy fängt sich ein weiteres Bogey. Stilecht im Rolls-Royce geht es auch schon wieder weiter. Der Flieger wartet schon. Von Zhengzhou fliegen wir in den Norden, genauer nach Peking. Die Hauptstadt Chinas vereint sowohl Moderne als auch Tradition. Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten ist die chinesische Mauer. Für Golfer ist jedoch auch noch etwas anderes sehenswert. Der Jade International Golf Club. Der von Tony Cashmore designte Platz wurde 2009 offiziell eröffnet und liegt in der Nähe des internationalen Flughafens von Peking. Bevor es an den Abschlag geht, wird im Clubhaus noch dem Hobby Nummer 1 nachgegangen: Fotografieren. Hier der Tipp vom Profi. Es gibt eine spezielle Technik. Man muss die Schulter nach hinten nehmen und die Hüfte vorschieben. Das lässt einen schlanker wirken. Und wenn man winkt, dann lass den Arm unten, sonst schwabbelt es so. Nun aber genug gemodelt, jetzt wird abgeschlagen. Liang Wenchong am 7. Tee der China Golf Challenge. Und auch die anderen folgen. McIlroy jedoch wieder mit einer bösen Vorahnung. Und er behält recht, den hat er in den Sand gesetzt. An der Reihenfolge auf dem Leaderboard hat sich nichts geändert. Dieses Mal hat aber Westwood einen Schlag eingebüßt. Eins über Paar für den Weltranglisten-Dritten. Nach der Pause geht es weiter mit dem spannenden Finale der Shui On Land China Golf Challenge. Vier Profigolfer, 18 spannende Löcher und eine wundervolle Reise quer durch China. Ein ganz besonderes Golfturnier, das es so in dieser Form noch nicht gegeben hat. Innerhalb einer Woche besuchen die Spieler insgesamt 7 Städte und 8 Weltklasse-Golfplätze. Zwischenstand nach 16 gespielten Löchern: Westwood und Liang bei 2 über an der Spitze des Leaderboards. Poulter mit Even Par auf Rang 3 und Pechvogel McIlroy steht bei plus 6. Und nun ist die letzte Station an der Reihe, Macau, eine Halbinsel 50 Kilometer westlich von Hongkong. Um keine Zeit zu verlieren, werden die Profis per Helikopter-Express eingeflogen. Ein kleiner Rundflug über die Küste Chinas. Wohl nicht der schlechteste Shuttle-Service. Macau, eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China mit dem Hang zum Glücksspiel. Dieses erreichte 1962 die damalige portugiesische Kolonie. Da im benachbarten Hongkong jegliche Form des Glücksspiels verboten ist, ist dies in Macau neben dem Tourismus eine der wichtigsten Einnahmequellen. Jetzt wird wieder Golf gespielt. Und zwar auf dem Platz des Caesars Golf am Ende der Vergnügungsmeile Koh Tai. Auf geht's ins alles entscheidende Playoff. Liang mit seinem dritten Schlag, der Chip aufs Grün aber etwas zu kurz.
Und da lauern auch schon Westwood und sein neuer Caddy Nathan. Sitzt der Putt, ist das Playoff beendet. Und der Ball ist drin. High Five für Nathan und Gratulation an den Sieger der Shui On Land China Golf Challenge. Es war einfach eine fantastische Woche. Ich hatte eine super Zeit. Wir haben viel von China gesehen und nette Leute getroffen. Und Nathan hier, das ist die Zukunft des Golfs in China. Wenn er die Putts weiterhin so liest, wird er echt gut werden. Die Shui On Land China Golf Challenge. Somit ein Erfolg auf ganzer Linie. Wiederholung nicht ausgeschlossen. Bei einem Linkskurs handelt es sich ursprünglich um einen Landstrich, der durch bescheidene Bodenqualität, langes, dickes Gras und Sandhügel erkennbar ist. Hier sind meist starke Winde vertreten und aufgrund des harten Sandbodens findet man oftmals schnelle und wellige Fairways vor, die den Ball unkontrolliert verspringen lassen. Der wohl wichtigste Faktor auf einem Linksplatz ist der Wind. Unterschätzen Sie niemals die Stärke des